Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Weiß. Ja, im letzten Part haben wir Team Plasma kennengelernt. Team Plasma wird, dass wir die Pokémon befreien. Wir haben den Trainer N kennengelernt. Er kann angeblich mit Pokémon reden oder sie hören, was sie sagen, denken. Oder wie sie sich fühlen anscheinend. Keine Ahnung. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich hab's wirklich, muss ich ganz ehrlich dazu sein, dieses Projekt, beziehungsweise allgemein Pokémon Schwarz und Weiß, seit längerem nicht mehr angefasst. Also ich weiß so grob nur noch ungefähr, was liegt, wo es lang geht. Ja, wo es aber direkt oder wie dann irgendwann weitergeht, weiß ich natürlich nicht. Ich habe mir gerade nochmal Gedanken gemacht, wie ich das mache am besten. Ich werde alle Pokémon auf jeden Fall einfangen. Ich habe es schon im letzten Part gesagt. Ich werde auf jeden Fall alle Pokémon einfangen, die man eben einfangen kann. Ich werde es zeigen. Manche Pokémon werde ich wahrscheinlich offscreen einfangen müssen. Eventuell. Und ja, bei legendären Pokémon bin ich mir noch nicht so sicher, kann ich jetzt schon sagen, denn entweder kommen sie oder kommen sie nicht, oder ich speichere davor, mache ein Soft Reset für euch, oder wird es so machen, dass ich dann in den darauf folgenden Part das Pokémon dann einfange. Da bin ich mir noch relativ unsicher, ja. Wie ich das Ganze mache, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall werde ich hier alle Pokémon einfangen. Ich werde auch, da ich Pokémon Weiß spiele, müsste ich theoretisch Zekrom bekommen oder Reshiram. Ich bin mir gerade unsicher. Also das Cover Leggy müsste ich bekommen. Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich müsste Zekrom bekommen. Aber ich werde Reshiram auf jeden Fall auch noch einfangen. Wie? Sage ich euch natürlich nicht, denn das bleibt mein Geheimnis. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie ich ein bisschen mit den Augen zwinker und so und lache dabei. Ja, auf jeden Fall geht's heute weiter auf zum nächsten Ort, zur nächsten Stadt. Wir reden den zweiten Trainer an, vielleicht. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf dem Weg bleiben. Da Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Geiler Tipp. Tipps für Trainer. Pokémon, die an Kämpfen teilnehmen, erhalten Erfahrungspunkte. Daher solltest du deine Pokémon viele Kämpfe bestreiten lassen, damit sie an Erfahrung und Stärke gewinnen. Ja, tatsächlich ja. Und tatsächlich auch nein. Ich sag mal, Nagelotz und Lido werde ich nicht trainieren. Ich war übrigens im Pokémon Center, habe meine Pokémon geheilt. Plus, ich habe nochmal ein paar Bälle gekauft, sodass ich jetzt 19 habe. Dränge natürlich nicht. Ja. Blub, 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 blub. Ich finde das Geräusch so geil. Egal. Auf zur zweiten Trainerin. Die Göre. Mali müsste es sein. So. Göre Mali, richtig. Sie setzt ein Felido ein. Es müsste auf Level 7 sein. Tatsächlich ist es auf Level 7. So. So, wir werden jetzt natürlich einmal Biss machen, würde ich sagen, aber nein, Felido ist kein normal Pokémon, sondern ein unnicht Pokémon, deswegen würde ich Tackle machen, weil mir Stack drauf bekommen und ja, neutral angreifen. Wäre es ein Psycho-Pokémon, wäre es natürlich Biss im Vorteil, aber es ist ein unnicht Pokémon, also Tackle reicht vollkommen. So, Joglev erreicht Level 9, sehr schön. Dann kann ich tatsächlich mit Zerbifoy weiter trainieren.
So. So, cool wäre, wenn ich wirklich mal ein paar Shinies begegne. Hier werde ich natürlich noch keine Cheats einsetzen, dass ich Shinies begegne. Vielleicht irgendwann anderes Mal, dass man sagt, okay, hier setze ich mal so einen kleinen Cheatcode ein, wo man nur Shinies begegnet, dass ich wirklich alle Pokémon einfange, wo man wirklich nur Shinies begegnet. Zwinger, Smiley, nein, da muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache, ob ich das überhaupt mal noch zeige. Vielleicht werde ich es irgendwann mal zeigen, aber nicht in diesem Projekt. So, Pokémon, die im hohen Gras sind, kriegen, ja gut, noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, mache ich auch. Das werde ich auch machen. Muss ich ja so oder so irgendwann machen. Muss ich so oder so irgendwann machen, dass ich gegen Little Pokémon kämpfe, gerade jetzt am Anfang, weil noch keine Urdochs auftauchen. Deswegen muss ich gegen wilde Pokémon kämpfen, so viel wie nur möglich, und EVs trainieren und EP, also Level trainieren und so. Ja, das ist ganz normal, also. Kommt her, Little Pokémon, seid Level 4. Ist mir egal. So. Dieses Nanglotz ist weg. Ja, wir bekommen gute EPs. Nächster Trainer. Jorklöff. Oh, Jorklöff, oh, los, mein Jorklöff. Zeig sie ihnen. Ich vermute mal, dieser Teenager hat Nagelotz bestimmt. Also ich wette zu 100% Nagelotz. Ach nee, Jorklöff war's. Habe ich Nagelotz gelesen oder Jorklöff? Ja, egal. So, machen wir trotzdem platt. Guck mal, wir haben Rankenhieb Steppen. Theoretisch. Laut Anzeige krieg ich hier relativ wenig. Also, ich mach ein wenig Schatten und hier mach ich mit Tackle. Fast identisch, würde ich sagen. Sieht mir aus fast wie identisch. 35 plus Step wären 70. Laut ein bestimmter Pokémon-Tuber, der es jetzt so ausrechnen würde. Das aber neutral ist. Ich habe keine Ahnung. Theoretisch, stärkemäßig müsste es ja 70 Stärke dann sein. Von 35 Grund. Da ich eine Step. Wesen habe, also Step-Pokémon bin, müsste es relativ mehr draufhauen. Gut, aber wenn ich meine Spezialangriff und Angriff anschaue, 14, dann würde ich den Wert von Verteidigung auf Angriff wechseln, ganz gerne. Nein. Mehr lernt sogar Wickel, sehr schön. So, und dann gehen wir mal hier hinter. Hier hinten waren die zwei Items, die ich noch mir holen möchte. Bevor ich das mache, muss ich aber dieses Jorklöff besiegen. So, dieses Jorklöff besiegt. So, hier finde ich einen Trank, sehr schön, den brauche ich nämlich für mein Serpifall. Und hier finde ich einen Pokéball, sehr schön. So, ich wollte es so machen. Einmal Trank. Dumm, dumm. Hey, you! Oh, es ist Bell. Das habe ich gewusst. Na los, lass uns kämpfen.
Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Okay, Bell möchte kämpfen. Dann kämpfen wir mal. Dunkle, Level 6. Ich glaube, wir sind ein bisschen überlevelt. Aber theoretisch nur hier gegen Bell. Denn Bell, wie schon gesagt, ist die schwächere Trainerin. Man sollte jetzt schon alleine Level 7, Level 8 sein. Mindestens. Ja. Das ist Level 10. Also bin ich zufrieden. Denn der Arena-Leiter in der ersten Arena ist auf Level 14 das stärkste Pokémon. Und darauf will ich ja mich hinarbeiten. Oh, danke. Seit wann setzt Bell Tränke ein? Naja. Und dann bist du jetzt aber weg. So, jetzt hab ich voll erreicht. Auf einer echten Level ab. Hoffe ich ja. Na, nicht ganz. Das hat noch nicht ganz gereicht. Aber solange er nur eine Wasserattacke macht, ist mir ja erstmal egal. So, weg ist es. Und es hat doch noch nicht gereicht. Das Yorkleff hat mir 66 EP gegeben und das Otaro nur 44. Habe ich das richtig gesehen? Wow. Puh. Du bist wirklich stark, Yu. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann bis bald. Mach das mal, Bell. Denn gegen schwache Trainer will ich nicht antreten. So, hier hinten ist ein Zerschneiderbaum, alles klar, weiß Bescheid. So, und hier kann ich ein paar Items bekommen. Und zwar, hier kann ich ein Item bekommen. Mal einmal X-Tempo, kann ich natürlich gut verkaufen, weil ich die X-Items überhaupt nicht brauche. Hier hinten, bei denen kriege ich einen Pokéball. Auch an dunklen Orten gibt es Pokémon. Da hilft es, ein Finsterball zur Hand zu haben. Hier, der ist für dich. Ein Finsterball für die Nacht oder für Höhlen. Eventuell nachts oder in Höhlen, wie ich es gerade gesagt habe. Spielt ein Finsterball seine Vorteile aus? Ja. Und überhaupt, der Name ist cool. Finster. Das hat einfach was. Ja. So. Wir gehen erstmal kurz hier hin, heilen unser Pokémon. Und ich werde natürlich die zwei Pokémon Nagelotz und Pililo auf jeden Fall in die Box legen, denn ich brauche die ja nicht. Die trainiere ich ja derzeit noch nicht. Die werde ich nach der Arena auf jeden Fall dann mit anfangen zu trainieren, eventuell. Oder nach der zweiten. Nee. Wenn wir in der zweiten Arena sind, da werde ich wahrscheinlich die Pokémon trainieren, eventuell, weil die Rotors da ein bisschen höher sind. Oder auf dem Weg dahin. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Auf jeden Fall ablegen. Pililo und Nagelotz. Yoklev und Zappifoy bleiben auf jeden Fall dabei. Und ja. Verkauf erstmal das X-Item. Blub, blub. Und kaufe mir 4 Tränke, sodass ich 9 Tränke habe. Sicher ist sicher. Ich könnte natürlich immer hier hingehen und mich heilen. Ja. So. Guck mal, wer was hier mir gibt oder so. In der Schule gehe ich natürlich auch dann, aber erstmal möchte ich mir ein bestimmtes Pokémon abholen.
Einmal ist leer. Initiieren verstecktes Item? Nö, schade. So. Dann gehe ich mal in das Gebäude hinein. Möchtest du mir was geben? Nein. War das schon hier? Oder war das... Nee, das war im anderen Gebäude. Tauscht Sachen. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwie machen. Vielleicht. Muss ich mal schauen, was es für Tausch-Pokémon sind. Na, hier geht's nicht rein. Hol ich nochmal hier. Hey Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Ein Superball. Also hier bekommt man Finsterball und einen Superball. Sehr schön. Ein verbesserten Ball. Ich habe es nicht gewusst, dass er mir einen Ball gibt, also einen Superball gibt. Das habe ich einfach so gedacht. Ja komm, mit denen spreche ich mal. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ein Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Ah, keine Ahnung, ist ja nur noch Mama. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Ausland, okay. Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname verfestigt die Bindung zwischen dir und deinen Pokémon nochmal ungemein. Spitznamen gebe ich leider nicht in diesem Projekt. Ich behalte die Namen so wie sie sind. Und ja. Gut, in dieses Gebäude müsste ich theoretisch noch nicht hineingehen. Ich mach's aber mal. Red mit den zwei Leuten hier. Nein. Und der möchte auch nicht. Hier hoch kann ich noch nicht. Auf keinen Fall raufgehen. Da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Wer ist Vivian? Werden wir wahrscheinlich im nächsten Part erfahren. Aber heute geht's erstmal hier hin. Es gibt einige Trainer, die in der Traumbrache trainieren. Gib dich dort auch mal dorthin. Vielleicht findest du ja etwas. In die Traumbrache. Genau. Da war ein Schild. Da werde ich auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Zur Traumbrache. Hier üben frisch gebackene Trainer. Ja, gut. Kann ich die um... Nein, ich kann die Trainer leider nicht umgehen. Dann, ja. Ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Oh. Das ist kein Gras. Was hältst du von einem kleinen Kampf? Ja, okay, mach mal. Können wir machen. Höre Inka möchte kämpfen. Gut. Das ist Level 8. Zeitenvoll ist sehr gut in der Verteidigung, muss ich sagen. Ja, gut, es war kein Volltreffer, hat aber schon richtig wehgetan. Vielleicht. Aber egal, wir sind auf Level 9. Ich würde mal sagen, dass ich mein Jokle mal auf Level 10 bringe. Dass es wenigstens gleich hoch ist. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich in der Arena, also da werde ich auf jeden Fall, da es die erste Arena ist, werde ich das so machen, dass ich zwei Pokémon auf Level 12 habe und ein Pokémon auf Level 14 und das reicht vollkommen, denke ich mal. Ja, genau so werde ich es machen. Jokleff auf Level 12.
und mein Starter-Pokémon auf Level 14 und das andere Pokémon, was ich gleich bekomme, kann sie ja gleich mal sagen, es ist ein Affe. Der Affe ist natürlich sowas von unbeliebt hier in der Generation. Ich komme hier nicht rein. Egal. Ja, der Affe ist relativ unbeliebt. Vielleicht ist er auch beliebt, ich weiß nicht. Also bei mir ist er auf jeden Fall unbeliebt. Aber ich brauche den für den ersten Arena. Weil alleine nur mit den zwei Pokémon müsste ich ja jetzt Yorklet richtig hoch trainieren, um da irgendwie was auszurichten. Und das geht nicht. Eventuell könnte ich es so machen, dass ich mein Terpifeu auf Level 12 lasse, mein Yorklet auf Level 12 lasse und den Affe eben auf Level 14 trainiere. Wäre aber auch richtig brutal. Gerade mit dem Training mit dem Affe. Muss ich aber mal schauen, wie ich es am besten mache. So, noch ein Naglotz. Ich bleib mal drinnen mit Zerpifoy und schau mal, wie oft ich mit Tackle hier angreifen muss. Auch dreimal, wenn es aussieht. Au! Das war ein Volltreffer. Ja gut. Dann nutzen wir mal Tränke. Hier darf ich ja noch so viele Tränke benutzen, wie ich will. Das ist das Schöne dabei. Das ist nämlich keine Nachtsaft. Aber wie gesagt, ich werde so oder so noch irgendwann in der Nachtsaft starten. Auf der anderen Edition, dem Gegenstück auf Schwarz nämlich. Und das werde ich mit Pokémon Schwarz und Weiß 2 genauso machen. Und mit der einen Edition werde ich normal spielen und mit der anderen wahrscheinlich Ninderstock draus machen. Dass ihr immer so einen Vergleich habt. Wo ist es dann härter, wo ist es nicht so hart? Ja, werde ich mal schauen. Pokémon wechseln. Nein, wir sind immer noch nicht Level 12. Komm ich wenigstens jetzt auf Level 12. Und ich muss sagen, Yorklef ist wirklich stärker als Naglotz, wie ihr sehen könnt. Es war wieder ein Volltreffer. Lackdian, die Gegner. Ja, gut, dass ich ein paar Ränge geholt habe. So. Mach ruhig Schnüffler, das ist mir egal. Er schnüffelt mich. Los. Hier Tackle sogar ausgehalten anstatt 3. Das ist Wahnsinn. Yorklef ist wirklich bombastisch. Aber nicht gegen meinen Zerpifoy. Wahahaha. So, egal. Wir werden jetzt erstmal den Affe holen. Du sagst doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Zerpifoy, verstehe. Dann passt dieses Sodamark. Ja, wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon von Typ Feuer, gegen die dein Zerpifoy ja benachteiligt ist. Sag, willst du Sodomark haben? Ja, klar. Hier, bitteschön. Es kann Wasserattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Feuer-Pokémon. Danke. Das brauche ich wahrscheinlich erstmal. Natürlich würde ich keinen Spitznamen geben. Danke dafür auf jeden Fall. Und ja, ich sag wer. Cool. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie Sodamark ist, das Wesen. Solo. Angriff plus, minus Spätz, minus Verteidigung. Kann schon Aquak nachher. Okay. Angriff ist aber extrem hoch. Gut, es hat einen plus Angriff, aber Energie ist auch extrem hoch. Höher als bei Yorklef, das ist Wahnsinn. Okay. Dann werde ich
das so machen, dass ich meine Pokémon nochmal trainieren werde, dann nach dem Projekt. Also nach dem Projekt, nach dem Part. Werde ich also sie anpassen. Vielleicht habe ich zwei Pokémon auf Level 14. Mal schauen. Mal schauen. Ich werde erstmal meine Pokémon heilen, beziehungsweise meinen Serpoi. Und gehen erstmal zur Trainerschule. Das würde ich auf jeden Fall noch schaffen. Ey, wir reden direkt Sharon an. Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Ja, mittlerweile schon. In der ersten Generation, ich glaube in der zweiten und in der dritten Generation war es nicht so. Und in der vierten bin ich mir gerade unsicher. Aber hier ist es so, dass es nicht verringert wird, Gift. Das ist das Schöne dabei. Nayu, suchst du die Arena-Ladder? Ja. Gerade eben war sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Ah, schade. Du, Yu, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Okay, bis Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind. Oder wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drinnen. Das Ganze darf also nicht zu wild werden. Ja, ich setze wahrscheinlich nur Aquaknarre ein, du wahrscheinlich nur Flut. Ich soll wahrscheinlich noch Röntgen. Keine Ahnung. Also es wird schon wild. Nein, Spaß. Ja, und da hatten wir natürlich auch nur zwei Pokémon. Er setzt direkt Aquamon ein. Okay, Kampfmarsch-Tackle. Ich hab gedacht, ihr setzt erstmal ein normales Pokémon ein. Danach Floyd. Okay, er setzt direkt Flut ein. Dann setzt doch bitte jetzt nochmal Flut ein. Komm zurück. Du bist dran. Sodomann. Ach, jetzt setzt der Rudenschlag ein. Interessant. Interessant auf jeden Fall. Aber selbst wenn er mit Flut angreifen würde, hat nur meine Verteidigung gesenkt und nicht meine Spätzle-Verteidigung. Also von daher passt es. Er müsste jetzt mit Tackle angreifen. Eine Silbeere. Und er macht sogar das. Wahnsinn. Respekt. Die KI denkt mit. Denkt man das? Denn welche Generation? So, Floink ist weg. Nur 8. Wie krieg ich den hier? Mein Gott. Ich fass es immer noch nicht. Dann heißt es den Finido nochmal. Ja, Finido, das ist okay. Ach, ist in Ordnung. Ach, verbrannt bin ich auch noch. Schön. Ich bin gerade fassungslos. Ich bin gerade wirklich fassungslos. Ich bin gerade wirklich fassungslos, dass er die einzigste Feuerattacke mit Zuschuss erwischt hat. Wie viel Glück kann man haben als KI? Oder wie viel Pech kann ich haben? Wäre das ein Nuzlocke, wäre Serpfoy weg vom Fenster. Ich hätte kein Starter-Pokémon mehr. Aber ich hätte noch 3 Pokémon. Naja. Zum Glück ist es ja keine Nuzlocke. Das werdet ihr wahrscheinlich oft genug hören. So.
ich probiere mein Glück, aber bevor ich mein Glück probiere, muss ich noch drei Trainer besiegen. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich machen. Geben mir natürlich nochmal zwei Trainer, die geben mir nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Das hilft mir, indem ich meine Pokémon nochmal schön level. Und ja, das werde ich auch machen. Aber erstmal gucken, wie viel braucht denn mein Zeppelvoll für Level 3? 200? Okay. Ich werde jetzt nochmal Sodamak vorsetzen und werde mit Sodamak die Pokémon besiegen. Denn Sodamak braucht mit am meisten an EP. Wer bist du denn? Du willst dich in die Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Zerpifeu, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon von des Typs Feuer schwer. Du sollst dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Ja, habe ich schon. Also ich erwarte dich drinnen. Ja, das Ganze habe ich schon mir überlegt. Dann gehe ich erstmal rein, besiege die zwei Trainer und danach heißt es erstmal trainieren. So, was willst du? Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier, bitte. Alles klar, danke, Guido. Einmal Tafelwasser. So, wie funktioniert das Ganze? Ich bin hier schon ein Trau-Pocken-Arena in Orion City. Leider Mike, Colin und Benny. Eine erkannte Trainer? Null. Alles klar. Ja, wir müssen das Gegenstück finden, was sehr effektiv ist. Das ist sehr effektiv gegen Feuer. So. Das gleiche Spiel da hinten auch nochmal und dann noch einmal drauf. So. Ein Jurklapp. Gibt mir saftige EPs bestimmt. Ja, setze erstmal Kratze ein. Ich will mal gucken, wie viel Kratze macht. Ja, knapp der Hälfte. So knapp ein Drittel. Ein Drittel macht das. Ist in Ordnung. Wir machen Aquaknarre. Jetzt bin ich gespannt. Bisschen weniger. Also doch, Angriff ist besser. Angriff ist besser, aber jetzt auch immer nicht mehr. Okay. Egal, wir haben's. Glatt, fast 200. Das ist sehr schön. Erreichen Level 11 somit. Wir nutzen einmal einen Rang für Sodamak. Da Sodamak wirklich extrem viel braucht, werde ich wirklich den einen drin noch mit Sodamak besiegen. Denn sie hat zwei Pokémon und zwar einen Nagelutz und einen Pilido. Also von daher sollte ich mir hier keine Sorgen machen. Mach doch mit Kratzer. Warum macht das denn nur so wenig? Und ein Volltreffer. Bin ich ja auf dem Hürdenmodus und muss noch zusätzlich, dass die Gegner mehr Crit-Chance haben? Oder was spiele ich denn hier? Oh mein Gott. Nicht mal der Hälfte? Warte. Das ist eine Frechheit. Naja, egal. Wir heilen unser Sodamak nochmal. Nein, natürlich kein Tafel Wasser. Mit dem Trank soll es reichen, damit wir dieses Video noch besiegen können.
Geschoss und bitte keine Pflanzeattacke. Nein. Okay. Dann Aquaknarre bitte. So, einmal Aquaknarre bitte, danke. Und weg ist es. Also ich würde jetzt als Frischling, wenn ich wirklich nichts ahnend bin, wirklich so mit den Levels zum Arena gehen und sagen, ja, machbar, easy, bin doch Level 11, Level 12, Level 10, wie hoch könnten die nur sein, auch bestimmt Level 12, Level 13 würde ich sagen, aber nein, tatsächlich sind sie Level 12 und Level 14, sprich ich werde wirklich meine Pokémon nochmal hochtrainieren auf Level 14 bzw. auf Level 12, die zwei anderen Pokémon, mein Starter auf Level 14, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich noch kein Urdoch hier begegnen kann. Erst nach der ersten Arena kann ich einen Urdoch begegnen. Das finde ich immer so traurig. Also würde ich sagen, bis dahin. Bis zum nächsten Part, wenn es heißt, der erste Arena-Leiter gegen uns. Und mal schauen, ob wir es überhaupt mit Anhieb schaffen oder auch nicht. Aber, naja, ich denke, ich bin ein guter Dinger. Bis dahin. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.